bei unserem ersten Date haben wir so über Träume gesprochen, was man gerne mal machen würde. Und ich habe eben davon erzählt, dass ich total gerne einfach so einen Laden aufmachen würde. Und dann sagte sie nur, ja, dann mach doch. Und vielleicht war es genau das, was ich am Ende gebraucht hatte. Wir haben unseren eigenen Schuh entworfen zum 10-jährigen Geburtstag. Den haben wir bauen lassen tatsächlich. Und wir haben mit Werder Bremen die große Freude und Ehre gehabt, dreimal gemeinsam einen Schuh kreieren zu dürfen. Dann freue ich mich und bedanke mich, dass du hier bist heute und uns ein Interview gibst. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, moin. Ich bin Stefan und ich habe jetzt seit 11 Jahren den Sneakerladen Glückstreter im Bremer Viertel. Bremer Viertel, musst du uns kurz mitnehmen, ist der hippe Stadtteil in Bremen sozusagen. Ja, so sehen es die meisten. Also wir haben schöne, viele hippe Stadtteile in Bremen, aber das Viertel steht genau für hip sein, vielseitig sein, bunt sein. Es gibt viel Kultur, viel Kunst, viel schöne Gastro. Auch der Einzelhandel ist noch ganz lebendig da. Also das ist einfach ein tolles Viertel, ein touristischer Anziehungspunkt und einfach ein Ort zum Verweilen und Wohlfühlen. Das heißt, du hast dir gedacht, da passen bunte Sneaker gut in die Welt rein. Oder wie kam es dazu, dass du einen Sneakerladen aufmachst? Also zu 100% passen die da gut rein. Und ich war damals 2013 in einer für mich etwas verändernden Phase. Ich kam aus meinem alten Job. Was war dein alter Job? Ich habe bei Nike gearbeitet im Sportsmarketing und war dann kurz davor, zu einer Sportvermarktungsagentur zu wechseln in München und habe aber in diesem Sommer meine Frau kennengelernt. Und dieser Sneakerladen ist einfach eine Idee gewesen, die ich immer schon im Hinterkopf hatte, aber die niemals nie konkret war, sondern immer nur was man vielleicht mal auf so einer Kitchen Party erzählt. Ja, und bei unserem ersten Date haben wir so über Träume gesprochen, was man gerne mal machen würde. Und ich habe eben davon erzählt, dass ich total gerne einfach so einen Laden aufmachen würde. Und dann sagte sie nur, ja, dann mach doch. Und vielleicht war es genau das, was ich am Ende gebraucht hatte. Das heißt, du hattest schon immer eine Sneaker-Affinität. Vielleicht kann man vorher nochmal einsteigen. Du bist mit der Schule fertig gewesen irgendwann und hast dann gedacht, ich will zu Nike und Sneaker vermarkten? Oder wie so ein Schnellabriss, wie war dein Weg dahin? Ich bin nach der Schule in Bremen, bin ich studieren gegangen in Göttingen, habe ich Sport und BWL studiert. Ja. Dann habe ich im Hochschulsport gearbeitet und wollte eigentlich in diesem Bereich bleiben. Mit vielen Studierenden arbeiten, Reisen organisieren, Events organisieren. Das ist was, was wir viel gemacht haben und was großen Spaß gemacht hat. Dann hat sich aber die Möglichkeit ergeben, ein Praktikum zu machen bei Nike. Das war dann Event Marketing und da war ich ein halbes Jahr und hatte da das Glück, übernommen zu werden in einem anderen Bereich. Und dann war ich insgesamt knapp, wahrscheinlich so 3,5, 4 Jahre, war ich dann in Frankfurt bei Nike. Im Sportsmarketing mitverantwortlich für Leichtathletik und Basketball. Und dann habe ich 2012 bei den Olympischen Spielen irgendwie für mich festgestellt, dass das eigentlich für mich der Zenit war. Also ich habe lange Zeit mir die Frage gestellt, warum und wofür ich das eigentlich mache. Und diese Frage hat mich ewig begleitet. Und irgendwann war ich einfach an einem Punkt, an dem ich so unglücklich war, dass ich mich verändern wollte. Und dann habe ich so ein bisschen gesucht, diese Sache in München gefunden. Aber auch die war eine, die jetzt nicht so hundertprozentig war. Das war also für mich, das wäre jetzt vielleicht so ein nächster Schritt. Ja. Aber mich reinzustürzen in mein eigenes Abenteuer, diese naive Idee zu haben, ein Einzelhandelsgeschäft aufzumachen, das war was, was mich einfach total gepackt hat. Und wo ich das allererste Mal, ist auch ein bisschen gelogen, war vorher auch schon leidenschaftlich dabei, aber zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach mit einer selbstverständlichen Leidenschaft dran gearbeitet habe. Aber was war die neue Idee dahinter? Hinter dem Sneakerladen? Ja. Ich wollte ich mag den Einzelhandel und ich liebe Läden. Und ich finde es toll, reinzugehen, mich inspirieren zu lassen. Ich finde es auch toll, ins Gespräch zu kommen. Aber mir hat immer so ein bisschen der Vibe gefehlt. Es war, der Einzelhandel für mich war oftmals ganz typisch. Ja. Man kommt rein, sieht keine verkaufende Person und es wird sich eigentlich auch nicht so wirklich um einen gekümmert. Und ich wollte einfach einen Ort kreieren, in dem man sich wohlfühlt, ja, und in dem man auch nicht zwangsläufig das Gefühl hat, ich muss jetzt hier aber auch irgendwie was mitnehmen. Ansonsten bin ich jetzt irgendwie nicht geduldet. Also einfach ein Ort, wo Menschen sich treffen können, wo auch Kunst ausgestellt werden kann. Ich wollte, und wir haben auch Konzerte veranstaltet mal im Laden.
Also einfach ein Ort mitten in der Nachbarschaft. Und das ist ja auch Neighborhood Footwear, das ist ja auch das, was wir machen wollen. Seid ihr denn lediglich Einzelhandel oder entwickelt ihr auch Schuhe? Wir sind im Grunde lediglich Einzelhandel. Wir haben Kollaborationen gehabt. Mhm. Wir haben unseren eigenen Schuh entworfen zum 10-jährigen Geburtstag. Den haben wir bauen lassen tatsächlich. Und werden auch oft darauf angesprochen, der ist ja nicht zu verkaufen, weil das Material aus unserem Sofa ist. Und so groß ist das Sofa nicht, dass wir den jetzt in Serie machen könnten. Und wir haben mit Werder Bremen die große Freude und Ehre gehabt, dreimal gemeinsam einen Schuh kreieren zu dürfen. Produziert wurden die jeweils von Ausrüster von Werder, also von Umbro und jetzt Hummel. Und das heißt, ihr habt dann ein Sortiment an Schuhen, wahrscheinlich die Klassiker, dann besondere Schuhe und so. Dann nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wie sieht euer Laden aus für alle, die vielleicht noch nicht da waren. Man kommt rein und ich hoffe, dass man erstmal so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre da spürt. Auf der linken Seite hat man schon eine sehr klassische Auswahl, das ist dann schon klassisch Retail, würde ich sagen. Die allererste Idee war, einen Ort zu schaffen, der eigentlich so aussieht wie ein Wohnzimmer und das auch wirklich so eingerichtet ist. Ich glaube, dass ich am Ende ganz froh darüber bin, dass wir es nicht so gemacht haben, weil es vielleicht auch ein bisschen zu überfordernd gewesen wäre. Insofern haben wir mit klassischen Schuhracks und Regalen eine ganz klassische Verkaufsfläche. Auf der linken Seite ist dann ein Sofa und zwei Cocktailsessel. Das ist dann eher so der Wohnzimmerbereich, den wir uns dann da bewahrt haben, wo wir uns im Grunde auch total viel Fläche berauben zum Ausstellen. Aber das ist einfach ein Bereich, der so das Herzstück für Glückstreter ist und der für mich. Kommen Leute dann zum Chillen auch richtig dahin? Ja, auf jeden Fall, genau. Und sind das denn dann auch Leute, die ab und zu bei euch Kunde sind? Oder sind das auch Leute, die einfach zum Chillen hinkommen, wieder gehen und die du dann... Nein, das sind auch Leute, die ab und zu Kunden sind. Okay. Viele fangen auch an, indem sie sich dann erstmal hinsetzen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich bin nicht nur Verkäufer, sondern ich bin auch Psychologe manchmal. Das ist ganz interessant. Und es war auch am Anfang, war die Frequenz nochmal so ein bisschen weniger. Ja, mittlerweile ist die Frequenz glücklicherweise höher. Aber ja, also die Leute sind eingeladen, gerne mal zu stöbern und zu schauen, um sich auch aufzuhalten. Nun, wie stellt ihr das zusammen? Also habt ihr wie bei einem ganz normalen Einzelhändler, ohne jetzt Namen zu nennen, ähnliche Preise, ähnliches Sortiment oder unterscheidet ihr euch auch da noch neben der Atmosphäre? Ich glaube und ich hoffe, dass wir uns auch da ein bisschen unterscheiden, weil wir so als Sneaker-Boutique schon deutschlandweit zu den vielleicht 20 Stores zählen, die etwas selektiertere Sachen bekommen und dann in Anführungszeichen nicht von der Stange. Wie bekommt man selektiertere Sachen als Store? Das wird für den meisten Brands wird das eingestuft. Die kommen dann vorbei, gucken sich das an, schauen, was das ist, schauen auch, was man auf Social Media macht, wie man das Produkt dann auch repräsentiert im Laden. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, nochmal bei einer Order in so einen extra Raum zu gehen, wo dann einfach noch mal ein paar mehr Schuhe stehen, die man aussuchen kann, die vielleicht nicht für alle sind. Und wer darf in diesen extra Raum gehen? Oh, das sind schon einige. Da gibt es große Stores aus Berlin, Darmstadt, Fulda. Ja, ja. Tolle, nette Kollegen und Kolleginnen auch. Das ist alles eine große Familie irgendwie. Ja. Und ja, wir haben auch die große Ehre, dass wir auch da in diese Räume reingehen dürfen. Ne? Es gibt natürlich auch Schuhe, die noch mal selektierter sind. Viele Brands haben da, das schimpft sich dann immer, Key City Policy. Mhm. Und diese Key Cities sind, ist jetzt, da ist Bremen nicht so wirklich eine Key City für viele. Das ist dann eher Hamburg, Berlin, Köln, dieser Raum vielleicht nochmal. Was ja sicher auch eine Sache war, und daraus entstehen gleich zwei Fragen, wenn man sich selbstständig macht, gerade mit einem Produkt, braucht man ja auch immer ein bisschen Startkapital, ein bisschen Risiko, was man eingehen muss, weil ich gehe davon aus, du musst es ja den einen oder anderen Sneaker schon mal erwerben, um den im Laden ausstellen zu können. Auf der anderen Seite vielleicht, wie viel Potenzial war oder ist denn da auch bei so einem Sneaker-Store? Also vielleicht kannst du uns da in die betriebswirtschaftliche Rechnung immer mit reinnehmen. Also am Ende geht es darum, Sachen einzukaufen und dann zu verkaufen. Das ist so das Gros. Habe ich mir fast schon gedacht, ja. Genau. Das Startkapital war glücklicherweise mit Hilfe auch in Bremen, auch von der Aufbaubank, sehr, sehr einfach zu haben. Ich glaube, dass die Leute, die entschieden haben, auch sehr überzeugt waren von diesem Konzept, das ich im Übrigen an einem Tag einmal runtergeschrieben habe und dann vielleicht einmal korrigiert habe. Aber spätestens ab diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, einfach, dass das das ist, was ich jetzt machen muss. Und die Margen sind nicht wirklich toll. Deswegen
kann ich auch als kleiner Laden gar nicht mithalten mit dieser ganzen Reduziererei. Und das machen wir auch nicht. Und was heißt, die Margen sind nicht toll? Wo liegen die Margen? Im Grunde hast du meistens hast du eine reine Zweierkalkulation. Das heißt, wenn du ein Produkt einkaufst für 50, darfst du es für 100 verkaufen. Okay, um Kosten und ähnliches, ja, die im Laden entstehen, an Mitarbeitern und sowas noch zu decken. Das heißt, was bleibt wirklich am Ende als Marge übrig? 15-20%? Boah, vielleicht maximal eigentlich schon fast, ja. Okay. Das heißt, aber okay, Startkapital war machbar. Ja. Du musstest ja aber dann schon auch die Sneaker so auswählen, dass sie größtenteils verkauft werden. Ja, also es ist halt immer ein grundlegendes Risiko, weil wir vorordern. Das heißt, jetzt im November beschäftigen wir uns mit den Schuhen, die es im nächsten Herbst geben wird. Da kann man natürlich, die Brands legen natürlich eine gewisse Richtung fest. Und wenn man in die Showrooms reinguckt, sieht man auch eine gewisse Stilrichtung. Man sieht ähnliche Farben, man sieht ähnliche Modelle. Aber im Grunde sind die Trends ja immer schnelllebiger. Wie groß ist der Anteil an so Ladenhütern dann bei so einer Order? Also es gibt immer welche, das kann man prozentual nicht so wirklich sagen, aber es bleiben immer welche da. Was macht man dann, wenn die nach 2 Jahren nicht wechseln? Oder sortiert man die schon früher aus? In der Hoffnung sortiert man sie früher aus, weil wir auch nicht viel Potenzial haben, die Dinge zu lagern. Ne? Habt ihr einen Online-Shop auch? Wir haben einen Online-Shop, genau. Und den hatten wir vor Corona auch schon mal gehabt. Da haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass das mindestens genauso viel Arbeit ist, wie sich um den Laden zu kümmern. Und da der Laden für uns immer an erster Stelle steht, haben wir das dann ein bisschen vernachlässigt. Und die Pandemie hat uns in Anführungszeichen ein bisschen geholfen, dabei das Ganze ein bisschen aufzumotzen wieder. Okay. Das heißt, so ein Ladenhüter ist dann im Onlineshop vielleicht noch zu haben, aber steht nicht mehr im Laden. Oder was passiert dann mit dem Schuh, wenn ihr sagt, den kriegen wir nicht mehr weg? Ja, irgendwann muss er reduziert werden. Ja. Und da gibt es immer verschiedene Events, die wir machen, wo wir da auch sowas anbieten. Und manchmal gibt es auch Menschen, die so größere Posten dann abnehmen und einfach mit einem Mal ein bisschen Lagerraum freischaffen. Verstehe. Das macht Sinn. Was macht denn so ein Sneaker-Business dann im Jahr an Umsatz eigentlich? Wir haben aktuell 500.000 bis 800.000 Euro Umsatz im Jahr. Wie viele Leute beschäftigt ihr? Aktuell sind es 12 tatsächlich. Davon wahrscheinlich ein paar Minijobber, ein bisschen Teilzeit oder alle Vollzeit? Aktuell, bis auf eine Person, sind es alles Minijobber und die eine Person ist ein Werkstudent, der arbeitet 20 Stunden die Woche. Okay. Das heißt, wenn man das hochrechnet, ist das ja trotzdem schon auch ein Kostenstamm, dann der Laden und so. Kann man da gut von leben? Also ich kann davon leben, ja. Und das ist auch immer meine Prämisse. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal an dem Punkt bin, an dem ich das nicht mehr kann, dann hat es keinen Sinn und Zweck. Es gab auch in der Zwischenzeit mal 2 Phasen, die ja den Nacken hätten brechen können. Das eine war, ich glaube, das war 2018, hatten wir so einen unfassbar krassen Sommer. Ja. Da war gefühlt von März bis Oktober hatten wir über 30 Grad. Und da ist die Kauflaune der Menschen natürlich extrem gering gewesen. Warum ist das so? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das geht jetzt eher ins Psychologische rein. Aber ist das so, wenn es warm ist, dass die Menschen weniger kaufen? Man ist einfach so ein bisschen träger, glaube ich. Man hat nicht so wirklich Lust, das anzuprobieren. Man sagt dann vielleicht, ach, dann komme ich morgen nochmal, wenn es so ein bisschen frischer ist. Oh, jetzt müsste ich ja meine Schuhe ausziehen. Das möchte ich gar nicht, weil meine Füße so stinken bestimmt. Das sind alles so ein paar Faktoren, die da auch mit zu beitragen, auf jeden Fall. Ja. Gibt es sowas denn, dass du auch sagst, boah, also da den Schuh desinfiziere ich erstmal nochmal hinterher oder da kommt nochmal Duft rein? Ja, wir haben schon Probiersocken. Also da geht niemand barfuß in die Schuhe. Okay. Aus Gründen, aus denen ihr gelernt habt, oder war das schon immer so? Das ist eine sehr gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht richtig beantworten kann. Mit Sicherheit wird es irgendwann mal einen Grund gegeben. Okay. Und das heißt aber ja schon, du hast die Freiheit, auch dein Sortiment selbst zusammenzustellen, ja. Bei verschiedenen Herstellern. Gibt es denn da Klauseln, dass du, wenn man zum Beispiel jetzt mit Nike eher zusammenarbeitet, dass man dann weniger Adidas oder kein Adidas im Store hat, oder ist das bunt gemischt? Nein, das ist bunt gemischt. Am Anfang war es tatsächlich so, dass die Brands eingestiegen sind, weil wir Nike hatten. Und da hatte ich das Glück, weil ich eine Vergangenheit da hatte, dass es für mich leicht war, es auch nicht, aber schon etwas einfacher war wahrscheinlich Nike. Du hattest den Zugang erstmal, den viele wahrscheinlich gar nicht haben. Genau, wahrscheinlich. Genau. Und daraufhin haben dann viele andere Brands immer gefragt, ja, wen habt ihr denn im Sortiment? Und als wir dann gesagt haben, ja, Nike oder dann sukzessive Nike, Adidas und Balance, dann meinten wir, okay, gut, ja, alles klar, dann hat das Bestand, dann machen wir mit. Ja, okay.
Du hast eben schon angesprochen, die Brands achten auch darauf, wie präsentiert man sich in den sozialen Medien. Wir haben über den Online-Shop gesprochen. Wie wichtig ist denn so der digitale Wandel, der die letzten Jahre auch stattgefunden hat für euer Business? Schadet euch das, weil die Menschen eher online einkaufen? Oder ist das als Boutique, das höre ich immer wieder, eher auch ein Vorteil, weil die Menschen bewusster dann in Läden wie dein gehen? Ja, ich bin davon überzeugt, dass es ein Riesenvorteil ist. Das ist ein, gerade Instagram zum Beispiel, sukzessive TikTok, das sind einfach tolle Medien, die es uns erlauben, einfach bei Menschen auf der Platte zu stehen, die das auch möchten, ne? Die auch gerne sich damit beschäftigen, auch was haben sie denn neu und was machen sie jetzt schon wieder da bei Glückstreter. Ne? Kann ich ja vielleicht nächste Woche auf dem Weg zum Kaffee dann nochmal irgendwie kurz reinkommen und mir den Schuh nochmal angucken. Das hören wir oft. Hey, ihr habt das gezeigt, fand ich ganz cool, ich treffe mich gleich, ich wollte mir den jetzt mal eben live angucken. Also aus Marketing-Sicht ist die Digitalisierung für euch ein Segen gewesen. Zu 100%, ja. Oder habt ihr auch bei der Auswahl eine künstliche Intelligenz, die berechnet, wie der Schuh verkauft wird? Nein. Wir sind Menschen und wollen auch so arbeiten. Und wenn wir bei Orders sind, sage ich auch immer gerne beispielhaft, denke ich auch oftmals an Person X oder Y. Oh Mensch, das könnte ihr gefallen, das könnte ihm gefallen. Okay, du hast richtig Kunden und Gesichter dann so, wo du sagst, und wenn du dann irgendwo einkaufst, boah, das ist für die beiden, ist das was oder so. Also du hast da richtig deine Stammkundschaft richtig im Hinterkopf beim Einkaufen. Auf jeden Fall, ja. Also nicht nur die Stammkundschaft als Zielgruppe, sondern einzelne Personen daraus, muss man ja immer sagen. Genau. Okay, krass. Das heißt schon, ihr profitiert schon sehr davon, Teil des Lifestyles auch am richtigen Ort zu sein, die richtigen Kunden zu erreichen und auch auf deren Kanälen stattzufinden. Sagt jetzt aber auch, okay, Store-Auswahl, also Sortiment-Auswahl und sowas, das ist alles, muss menschlich sein, weil das hat weniger dann mit den Daten oder Ähnliches zu tun, die vielleicht neue Technologien liefern können, ja, sondern es ist einfach ein Business, was menschlich ist. Absolut, ja. Siehst du da noch Potenzial zu wachsen langfristig? Auf jeden Fall. Also wir sehen das ja jetzt, wie wir mit dem Online-Shop umgehen. Wir haben den neu gebaut, als die Pandemie kam. Der Online-Shop für uns ist lange Zeit im Grunde nur ein erweitertes Schaufenster gewesen für die Leute, die eh gerne und häufig auch zu uns kommen. Ja. Auch da gibt es unfassbar viele Potenziale. Der Wunsch ist, dass wir irgendwann mal auch von online leben können. Ich habe aber schon gesagt, niemals nie würde ich diese Nähe auch zu den Leuten irgendwie missen wollen. Das ist für mich total zentral, diese vier Wände einfach. Aber wir investieren gerade so ein bisschen mehr als vorher, auch beispielsweise in Google. Das sind so Dinge, wo wir selber Erfahrung sammeln müssen und wo wahrscheinlich andere auch noch viel weiter sind. Man muss aber auch deutlich sagen, dass andere wirklich schon so weit sind, dass das einfach gar nicht mehr einzuholen ist. Und das ist auch gar nicht unser Bestreben, das einzuholen. Aber unser Bestreben ist es, dass wir regelmäßig unsere Verkäufer haben und dann vielleicht auch so ein bisschen mit Google-Hilfe. Wie sehr hängt der Laden von dir ab? Er hängt, glaube ich, sehr von mir ab. Ich habe das große Glück, dass ich viele tolle Mädels und Jungs habe, die mit und für mich arbeiten, denen ich total vertraue und die selber dieses Konzept total leben und auch weitergeben. Am Ende ist es oftmals so, dass viele, ich merke das manchmal, wenn ich kurz im Lager bin, dann kommen viele Leute rein und fragen, ist der Stefan da? Ist Stefan da? Also es hängt schon ein Großteil von mir ab. Ich maß mir aber an zu sagen, dass dieser Vibe ganz unabhängig von mir ist. Ja, okay. Ich würde gerne noch deutlich länger mit dir sprechen. Ich hatte noch ganz viele Fragen. Wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge irgendwann mal, weil gefühlt wir erst an der Spitze des Eisbergs gekratzt haben. Eine Frage habe ich zum Schluss aber noch. Welche digitale Erfindung wünschst du dir, wäre nie erfunden worden? Welche digitale Erfindung? Lass dir Zeit. Hast du Auswahlmöglichkeiten für mich? Da gibt es so viele potenzielle Antworten, glaube ich. Also es gibt, aus meiner Erfahrung, es ist ja jetzt so, dass man oftmals Produkte auch schon fotografieren kann und dann direkt weiß und aufs Handy bekommt, was das für eins ist und wo man das auch günstiger bekommt. Ja. Und das ist was ich im Grunde total traurig finde, weil es geht ja auch darum, dass man sich inspirieren lässt, dass man vielleicht auch über ein Gespräch auf ein Produkt kommt, mit dem man nie gerechnet hätte, dass man das toll findet. Wie viele Leute an so einem Produkt im Laden einfach vorbeigehen und wir sagen, dann ja, zieh doch mal an, es könnte doch ganz cool aussehen. Ja. Die sagen aber, nee, das ist gar nicht meins. Sehen es in dieser Sekunde an einer anderen Person, sagen aber, genau der ist aber cool. Ja. Das war 1:1 derselbe Schuh. Ja.
und dass man über diese Inspiration und über diese Beratung dann auch zu einem Produkt kommt und dann danach diesen sehr unromantischen Move macht und dieses Produkt einfach fotografiert und für 5 Euro günstiger irgendwo anders kauft, das ist was, was ich im Kern einfach total traurig finde. Wird man da wütend innerlich? Absolut, ja. Ja, absolut, ja. Was sagst du, ab welchem Preis untersteht, verstehst du das, wenn Leute sagen, ich kaufe es woanders? Oder sagst du es gar nicht? Ja, ich bin da vielleicht so ein bisschen engstirnig, weil ich auch immer nur von mir ausgehe. Wenn ich irgendwo bin und in einem Laden, in dem ich mich wohlfühle, wo eine Person ist, die mich toll berät, mit der ich spreche. Gerade in der Boutique, das stimmt. Das ist auch nochmal was anderes, als bei einer Kaufhauskette zu vergleichen, vielleicht. Wo ist es woanders. Also vielleicht. Die Diskussion, ich glaube, da würden wir jetzt ein ganz neues Fass aufmachen. Ja, ja. Aber fühle ich. Also finde ich, kommt mir als Konsument natürlich ab und zu auch zugute, diesen Vergleich anstreben zu können. Ich muss aber sagen, ich gehe so selten shoppen. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal irgendwas... Also meistens nehme ich es auch mit, weil dann habe ich es, ich habe es anprobiert, dann so dieses Online hin und her und dann ist das Falsche im Paket und so. Also ich glaube, da bin ich einfach manchmal auch zu faul, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das Gefühl habe, es ist ein fairer Preis, noch woanders, dann... Ja, und das ist eine Sache, die ich auch immer nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wenn man sich dann dafür entschieden hat, dass man danach dann nochmal guckt, wo man es eventuell noch... Das ist so total müßig. Ich finde gerade, wenn es gute Beratung gab und sowas, ich will dieses Fass nicht aufmachen, aber ich finde, es gibt halt auch Beispiele, wenn du in einem Laden bist, keine Beratung hast, es deutlich teurer ist und so, wo du dann halt sagst, okay, gut, schwierig jetzt in der Situation, aber auf der anderen Seite finde ich auch, gerade in so einer Boutique ist das eigentlich... Da stehen dann Leute, wenn du die beraten hast, echt, fotografieren das und stellen den zurück und sagen, ja, du, das kostet da 5 Euro weniger. Oder Stefan, kommst du mir 5 Euro noch entgegen? Es kommt extrem selten vor, aber ja, es passiert. Und kommst du den Leuten 5 Euro entgegen dann? Nein. Okay. Da bin ich stur. Kaufen die Leute dann trotzdem oder gehen sie? Die meisten, okay. Ja. Da bin ich stur, aber ich bin nie unfreundlich stur. Also ich erzähle dann meine Geschichte und sage, dass wir wirklich darauf angewiesen sind, was ja auch stimmt. Ja. Und die meisten Leute verstehen das auch. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Freude gemacht. Cool.